Hallo, Alois! Sie, Herr Frank? So spät in der Nacht? Ist etwas passiert? Nichts ist passiert, aber ich muss meinen Onkel sprechen. Dringend, machen Sie auf! Der Herr Professor ist verreist. Und ich weiß auch nicht, wann er zurückkommt. Haben Sie Besuch? Ein Mädchen? Ein junges Mädchen? Bedauere, ich weiß von keinem Besuch und von keinem Mädchen. Das alles fragen Sie am besten Herrn Professor selbst. Gute Nacht. Gewesen. Mir ist es selbst unerklärlich. Was haben Sie inzwischen veranlasst, meine Tochter zu finden? Wir haben selbstverständlich überall gesucht. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, meine Tochter besser zu beaufsichtigen. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Heute Abend haben wir sogar Ihre Zellentür abgesperrt. Abgesperrt? Ja. Alraune hat strafweise in einer Zelle allein schlafen müssen. Warum denn? Wir haben obszöne Lektüre in ihre Matratze gefunden. Das ist sehr interessant. Hier. Ich kann solche Lektüre nicht dulden. Al Rane. Die Sage von der Blume unter dem Galgen. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass das Mädchen nicht mehr in unserer Klosterschule ist. Al Rane hat einen sehr verderblichen Einfluss auf die anderen Schülerinnen ausgeübt. Wollen Sie sich bitte etwas klarer ausdrücken? Obwohl Alraune eigentlich selbst nie etwas Böses tut, sind die anderen Schülerinnen in ihrer Gegenwart völlig verändert. Es ist etwas um sie, etwas Seltsames, etwas Fremdes, das Unruhe und Aufregung verursacht. Selbst wir können uns ihrem Einfluss nicht entziehen. Wo der Frank nur bleibt. Mach jetzt doch mal still, Mensch. Ich habe schon Schwielen am allerwertesten. Nur noch ein paar Striche, dann hat es sich sowieso, Herr von Geroldingen. Aha. Sollte Frank mir je seine Schulden bezahlen, Wolf, dann stifte ich dir ein Berufsmodell. Da bist du ja endlich. Kinder, ich habe was Unwahrscheinliches erlebt. Hat den Alten der Schlag getroffen? Bist du sein Universalerbe geworden? Riech mal. Märchenhaft. Paris. Nicht schlecht. Wo wohnt die Dame? Ihr werdet es nicht glauben. Brinkenhof. Professor den Brinken als Ritter Blaubart? Donnerwetter, der Alte hat eine Mätresse? Na, alle Achtung. Interessant. Los, los, erzähl mal. Professor den Brinken war überhaupt nicht zu Hause. Ach. Und ist sie so schön, wie sie duftet? Das weiß ich nicht. Ich habe sie nur von Weitem gesehen. Aha. Eine Fata Morgana, was? Sie kletterte vom Balkon am Spalier herab, wie eine Katze. Was? Mitten in der Nacht? Ist ja Unsinn. Das ist kein Unsinn, mein Lieber. Blühende Fantasie. Ihr seht Gespenster. Das war kein Gespenst. Ich habe doch zwei gesunde Augen. Ein Mädchen. Ein Wesen aus Fleisch und Blut. Wenn ihr mir nicht glaubt, kommt mit. Ich zeig sie euch. Was? Jetzt noch? Nein, nein. Ich bin zu müde. Gut, dann gehe ich allein. Ich will meinem Onkel endlich auf die Schliche kommen. Aber Frank, natürlich kommen wir mit. Warte, kommen wir mit. Da drüben was. Ich sehe nichts. Aber ich höre sie. Die Hände sanft ihr Spielzeug, bevor sie es zerbrach. Da drüben ist es. Eine Sehnsucht und wusste nicht. Also pass auf, du suchst am Teich und du im Treibhaus. Ich gehe durch die Stelle und spaliere. Wenn ich dort nichts finde, suche ich im Haus. Und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Doch wer von diesem Wein trank, konnt nie mehr glücklich sein. Doch einer sprach im Frühling: Au
Auch du fühlst Lust und Schmerz und brach ihr tausend Rosen, doch sie brach nur sein Herz, weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Ja, keine konnte so küssen und doch so einsam sein. Was blieb von ihrem Leben? Ein Lied, das niemand sang. St. Peter ließ sie warten zwei Ewigkeiten lang, weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Herz so tot wie Stein. Dann rief er, armes Kind, komm, sollst nie mehr einsam sein. Tra-la-lera, 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 tra-la-la. Hast du was gesehen? Nein, nein, nichts. Und du? Nichts, gar nichts. Dann suche ich jetzt im Haus. Kommt ihr mit? Nein, nein. Nein. Leb wohl, auf morgen. Gute Nacht. Mein Vater ist ein seltsamer Gastgeber. Das ganze Haus voll Besuch, nur er ist nicht da. Ihr Vater? Wer ist Ihr Vater? Professor Tenbrink. Er hat eine Tochter? Merkwürdig. Merkwürdig, dass er mir das nie gesagt hat. Wieso ihn? Wer sind Sie denn? Frank Braun. Sein Neffe. Dann habe ich einen Cousin. Dann musst du zu mir sein. Dann darfst du mir einen Kuss geben. Gehört das Ihnen? Ja. Es wird Papa sein. Er hat mich bestimmt die Wahl gesucht. Das ist sicher sehr böse. Da. Ich schenk's dir. Morgen um 3 an der Sonne nur. Frank. Das Kniegefräulein ist um 9 Uhr in einer Droschke gekommen. Wo ist sie denn? Das Kniegefräulein ist gleich zu Bett gegangen. Sonst noch etwas? Herr Frank war da. Ja, und? Ich habe ihn fortgeschickt. Sehr gut. Hätte mich sowieso nur angepumpt. Na, Lisbeth? Mhm. Hast du sie schon gesehen? Wen? Na, das Fräulein. Ist sie hübsch? Mir gefällt sie nicht.
Was verschafft mir denn so spät diese unverhoffte Ehre? Was kann ich für dich tun? Du musst entschuldigen, Onkel, aber ich... Schon wieder? Wie viel? 3.000. Ich muss morgen meine Kolleggelder bezahlen. Warum gestehst du nicht ehrlich, dass du wieder Schulden hast? Was sind schon 3.000 für dich? Das ist sehr viel Geld. Und du bist nicht der Einzige, der mir auf der Tasche liegt. Kostet dich deine Tochter so viel? Was weißt du denn von Alraune? Wie heißt sie? Alraune? Gefällt dir vielleicht der Name nicht? Du willst behaupten, dass Alraune deine Tochter ist? Traust du mir das vielleicht nicht zu? Und wer ist ihre Mutter? Das geht dich gar nichts an. Warum hast du nie von deiner Tochter gesprochen? Das ist meine Sache. Ich verstehe natürlich dein Interesse und dass ihre Existenz dir nicht sehr angenehm ist. Nun weißt du schon jetzt, dass es mit der Erbschaft nichts sein wird. Ich wollte, dass du das erst nach meinem Tode erfahren solltest. Als freudige Überraschung. Jetzt wirst du sie natürlich hassen. Ich? Warum soll ich sie denn hassen? Sie kann doch nichts dafür. Ich pfeife auf dein Geld. Und was wirst du jetzt machen? Ich werde dein Haus nie mehr betreten. Das wird entsetzlich schwer zu ertragen sein. Morgen um 3 bei der Sonnenuhr. Ich hab geglaubt, du schläfst. Hast du Ärger gehabt, Papa? Also, du hast gelauscht. Hast du das bei den Nonnen im Kloster gelernt? Vielleicht. Warum sollte ich denn nicht hören? Warum bist du dort ausgerissen? Sie haben mich eingesperrt. Ich lass mich nicht einsperren. Auch nicht in ein Kloster. Und ich gehe nie wieder zurück. Oder woanders. Das werden wir sehen. Was hast du denn mit dem jungen Menschen gesprochen? Darf ich nicht mit meinem Cousin sprechen? Nein. Ich verbiete es dir. Du bist ein leichtsinniger Mensch. Weil er wissen wollte, wer meine Mutter war? Jeder Mensch kennt seine Mutter. Nur ich nicht. Wer war meine Mutter? Sie war eine sehr hübsche Frau. Du siehst ihr sehr ähnlich. Leider ist sie bei deiner Geburt gestorben. Hast du sie sehr lieb gehabt? Erzähl von ihr. Nicht jetzt. Es ist schon spät. Ein andermal. Und wenn du wieder interessante Bücher aus meiner Bibliothek stiehlst, dann versteck sie wenigstens besser. Wo stecken Sie denn die ganze Zeit, mein lieber Frank? So viel arbeiten kann ja gar kein Mensch. Aber es ist schön, dass Sie uns gerade heute besuchen. Wissen Sie, meine Olitschka ist nämlich aus dem Internat auf Ferien gekommen. Gott, wird sich das liebe Kind freuen. Ich werde es hier gleich sagen. Kommen Sie, nehmen sich auch ein Likör. Sie sind doch hier zu Hause, nicht? Olitschka! Olitschka! Eine Überraschung! Rat mal, wer da ist. Ja, Mama! Sie sind mir ein ganz treuloser Frank, Ihre gute alte Freundin so lange allein zu lassen, ne? Kannst ja verstehen, ne? Meine Goldamsel nicht da ist, auf mich fliegen Sie ja leider nicht, ne? Da ist sie nicht süß, mein Vögelchen? Was frisst du denn da schon wieder? Also, da kann man sich den Mund fusselig reden. Die ganze Zeit sage ich ihr, sie soll auf ihre Figur Acht geben, aber nein, da stopft sie sich den ganzen Tag mit Pralinen voll. Also, du gebt euch schon einen Kuss, Kinderchen. Sie glauben gar nicht, Frank, wie sich das Kind nach Ihnen gesehnt hat. In jedem Brief hat sie nach Ihnen gefragt. Ja, wenn du deinen Doktor gemacht hast, habe ich nichts dagegen, dass ihr euch verlobt.
Väterchen hätte sich sicher auch sehr gefreut. Ich fürchte, aus dem Doktor wird's nichts werden, Fürstin. Na, was denn? Ich bin seit gestern enterbt, Fürstin. Mein Onkel will meine Schulden nicht bezahlen und ich werde mich nach einem anderen Beruf umsehen müssen. Das ist doch Blödsinn. Was ist denn in den Alten gefahren? Sagen Sie, Fürstin, was wissen Sie von Alraune? Olga, sieh doch mal nach, ob der Tee schon fertig ist. Sie trinken doch eine Tasse mit uns, nicht wahr? Woher kennen Sie denn diese Alraune? Ich habe sie gestern zum ersten Mal gesehen. Dann kann ich Ihnen nur raten, verbrennen Sie sich da nicht die Finger. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mit dem alten Geizhals, da werde ich mal Fraktur reden. Oder, ach, gehen Sie doch mal an den Schreibtisch, Frank. Die linke Schublade, ja, die linke. Das kleine Heftchen, was oben aufliegt, ja. Warum hasst mich mein Onkel eigentlich so, Fürstin? Ist doch kein Wunder, weil Sie das werden wollen, was er nicht mehr sein darf. Ich verstehe Sie nicht ganz. Dann machen Sie mal einen Punkt. Man hat ihm doch die Lehrerlaubnis an der Universität entzogen und ihn aus der Fakultät rausgeschmissen. Seitdem ist ihm jeder Mediziner ein Greuel. Das wird er Ihnen nie verzeihen, dass Sie gerade Arzt werden wollen. Tja, wussten Sie denn das alles nicht? Rausgeschmissen? Aus der Fakultät? Warum denn? Olitschka, bring mir doch mal ein bisschen Tinte, ja? Ja, Mama. Was ist denn das für eine Lakritzenstange? Das Neueste aus England. Ein Füllfederhalter. Fabelhaft, der schreibt ja sogar. So ein Ding muss ich auch haben. Er gehört Ihnen, Fürstin? Ach, Sie sind ja ein Schatz, Frank. Darf ich mich wenigstens revanchieren? Bitte, wird das reichen? Ja, aber... Zur Beendigung Ihres Studiums, Olitschka. Weißt du schon, Frank geht an die Sorbonne. Nein, Mama. Wie bitte? Wohin gehe ich? Ihren Doktor machen, nach Paris. Nach Paris? Warum denn nach Paris? Warum denn nicht hier? Ich habe meine speziellen Gründe. Es ist besser, Sie sehen diese Alraune nicht wieder. Ich wusste, du würdest kommen. Du hast es gewusst? Fast wäre ich nicht gekommen. Ja, ich wollte es doch. Alle tun, was ich will. Auch wenn sie mich nicht mögen. Aber du magst mich, nicht wahr? Ich hab's doch gefühlt, wie du mich gestern angesehen hast. Und ich mag dich auch. Sehr. Alraune, ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich morgen wegfahre. Nach Paris. Nach Paris? Oh, wie schön, da freue ich mich. Du freust dich, dass ich wegfahre? Aber ich komm noch mit. Aber das geht doch nicht. Warum nicht? Alles geht, was ich will. Und ich will fort von hier. Fort von dem Haus. Fort vom Kloster. Aber wie sollen wir denn... Hast du kein Geld? Ich nehme welches mit. Ich weiß, wo Vater es aufbewahrt. Du würdest deinen Vater bestehlen? Bestehlen? Ja. Für dich ja. Aber das ist doch alles unwichtig. Nur eins ist wichtig. Wir beide zusammen. Du und ich. Alraune. Du holst mich ab, ja? Morgen Nachmittag an der Wegkreuzung. Herr Frank! Herr Frank! Der Herr Professor wünscht, Sie zu sprechen. Hat er Sie auch geküsst? Das habe ich nicht genau sehen können. Sagen Sie, Mohn, kennen Sie nicht zufälligerweise den jungen Geraldingen? Der Graf ist ein Freund meines Neffen. Unsere Familien verkehren sogar gesellschaftlich miteinander. Na, dann sollte es Ihnen nicht schwerfallen, nach meinem Neffen etwas näher zu treten. Ich möchte Ihnen gerne etwas im Auge behalten. Sie verstehen, was ich meine? Vollkommen, Herr Professor. Du wolltest mich sprechen? Ja. Ich hab's mir überlegt. Du kannst die 3000 haben. Ich danke. Aber ich brauche dein Geld nicht mehr. So? Weißt du überhaupt, was du willst? Gestern wolltest du das Geld, heute willst du es nicht. Gestern wolltest du mein Haus nie mehr betreten, heute bist du wieder hier. Mein Kommen hat mit dir nichts zu tun. Oh.
Wenn du glaubst, dass du deine verlorene Erbschaft durch eine zukünftige Mitgift vertauschen kannst, wirst du nicht. Alraune wird dich nie mehr wiedersehen. Und wer soll mich daran hindern? Ich, ihr Vater. Du! Ist das der Dank dafür, dass ich mich deiner angenommen habe? Ab jetzt brauchst du dich um mich nicht mehr zu kümmern. Großartig. Jetzt sag mir nur noch, dass du Alraune liebst. Nachdem du sie zweimal gesehen hast. Und wenn es so wäre? Dann würde ich lachen. Wenn du etwas von Alraunes Herkunft wüsstest, würdest du nicht von Liebe sprechen. Darum will ich dir die volle Wahrheit mitteilen. Ich bin nicht Alraunes Vater. Aber ich habe sie geschaffen. Genauso, wie ich den da künstlich gezeugt habe. Ich wollte beweisen, dass eine künstliche Insemination auch unter Menschen möglich ist. Willst du damit sagen, dass... Ja, den Beweis habe ich erbracht. Hat mich zwar meinen Lehrstuhl an der Universität gekostet, weil diese Spatzengehirne meiner Kollegen mir nicht geglaubt haben, aber einmal wird die medizinische Wissenschaft mir danken müssen. Kannst du erraten, wer das ist? Alraunes Mutter. Ihr Name war zufälligerweise Alma Raune. Komisch, nicht? Ich habe sie nach langem Suchen im Hamburger Gängeviertel durch die Fürstin Wolkonska gefunden. Die Fürstin war damals noch Emma Knute, Schankkellnerin in einer Matrosenkneipe zum Rostigen Anker. Das war lang bevor der reiche und verdrosselte Fürst Wolkonski sie heiratete. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Alraunes Vater. Hübsch, nicht? Er wurde am 13. Mai 1888 hier in dieser Stadt als Doppelmörder unmittelbar vor seinem Tod haben wir noch ein kleines Geschäft miteinander abgeschlossen. Der Preis war eine Flasche billigen Branntweins. Ich habe ihm die Gelegenheit gegeben, die Alma Raune noch zur Mutter zu machen. Unbekannterweise natürlich. Das Resultat dieser Kreuzung kennst du ja. Sie ist auch der beste Beweis meiner Vererbungstheorie. Sie zeigt schon Symptome, die darauf schließen lassen, dass sie alle schlechten Eigenschaften ihrer Eltern geerbt hat. Warum hast du das getan? Wenn du das wirklich für die Wissenschaft getan hättest, hättest du für dein Experiment nicht den Abschaum der Menschheit gewählt? Warum hast du das getan? Weil die Vererbung der kriminellen Neigungen viel leichter festzustellen ist als die der Guten. Ist auch viel interessanter. Gute Menschen sind so uninteressant. Was du gemacht hast, ist ein Verbrechen wider die Natur. Und dieses Verbrechen wider die Natur liebst du? Und wenn du hier rechts um die Ecke biegst, bist du in der Rue Morgue. Dort findest du eine Ansammlung der schönsten Leichen von Paris. Kinder Paris. Den Louvre werde ich wohl nie sehen. Wie ich dich beneide, du Glückspilz. Edouard, Morgue, Louvre. Kann mir doch alles gestohlen werden. Ist doch ganz egal, wo man hinfährt. Hören Sie sich das an, Doktor. Dieser Barbar fährt nach Paris und freut sich nicht mal. Nanu? Ist doch wohl nicht möglich. Die Nixe. Was habt ihr denn da rumzuschnüffeln? Wie findest du denn diesen Gauner? Uns hat er doch erzählt, er hätte es überhaupt nicht gesehen. Und du? Du hast sie wohl nicht gesehen, die ist sie wohl im Traum erschienen. Ihr habt ja beide gelogen. Was fällt dir ein, bist du wahnsinnig? Lass mich, das ist meine Sache. Was ist denn los? Worüber regst du dich denn so auf? Er hat sie doch nur gezeichnet. Und noch dazu ganz falsch. Er hat sie nicht zu zeichnen. Niemand hat sie zu zeichnen. Ich will nichts mehr sehen und nichts mehr hören von ihr. Und wenn ich euch einen guten Rat geben darf, lasst die Finger von ihr weg. Meine Herren, ich bedauere, Ihre Harmonie stören zu müssen.
Aber wenn Herr Braun den Nachtzug noch erreichen will, müssen wir jetzt gehen. Da steckst du. Ich habe dich überall gesucht. Fühlst du dich nicht gut? Siehst so blass aus. Ich habe Kopfschmerzen. Ich möchte gerne allein sein. Oh, schade. Es ist jemand unten, der dich sprechen möchte. Wer? Überraschung. Komm, muss doch nicht unhöflich sein. Excusez-moi, mademoiselle, de vous avoir fait attendre. Komm doch näher. C'est mademoiselle de Valière. Permettez-moi de vous présenter ma fille, Alrane. Je suis ravie de vous connaître, mademoiselle. Je suis sûre que nous allons nous entendre à merveille toutes les deux, n'est-ce pas? Was soll das heißen? Du wolltest doch nicht zurück in ein Pensionat. Darum wird mademoiselle de Valière deine notwendigen Studien hier im Hause überwachen. Ich brauche keine Gouvernante. Aber ich werde sein für Sie ein guter Freund und... Une camarade, n'est-ce pas? Du brauchst deinen Koffer nicht zu holen. Dein Cousin ist gestern Abend abgereist. Du lügst. Dr. Mohn! Sie müssen entschuldigen, Mademoiselle. Meine Tochter hat ihren Cousin sehr gern. Die übliche kleine Jugendschwärmerei. Herr Doktor, wollen Sie meiner Tochter sagen, wo Frank Braun ist? Herr Braun ist gestern Abend abgereist. Nach Paris. Das glaube ich nicht. Aber liebes Fräulein, ich habe ihn selbst zur Bahn gebracht. Das ist nicht wahr. Herr Braun dürfte seit etwa 5 Stunden die Grenze überschritten haben. Und er hat nichts für mich... Nichts. Gar nichts. Das von heute Nachmittag... War nicht so gemeint. Ich verstehe schon. Ich bin auch so manchmal. Kommt dein Brief an, wenn man nur schreibt Sorbonne, Paris? Was studiert er denn? Medizin. Nein, denn Sie müssen schreiben La Faculté de Médecine, Rue de la Faculté de Médecine, Paris 5e. Dankeschön. Haben Sie ihn sehr lieb? Ja, sehr. Lass uns nicht hierbleiben, Mathieu. Lass uns weggehen. Aber Lisbeth, kündigen, so eine Stellung aufgeben. Gerade jetzt, wo dein Vater den Ärger mit der Hypothek hat, warum denn? Ich weiß nicht. Mir ist so unheimlich. Du hast nur was gegen das Fräulein. Frauen sind Nachtschattengewächse. Sie sind giftig, Mathieu. Sie sind giftig. Ach, Unsinn. Wie das Wurzelmännchen in der Bibliothek. Es hat einen richtigen Kopf, Arme und Beine, als ob es lebt. Aber es hat keine Seele. Was darf ich Ihnen anbieten, Mademoiselle? Cognac, Whisky? Nein, danke. Aber vielleicht eine kleine Benediktin. Gut. Cognac. Lisbeth! Seitdem 3 Monaten ich bin hier, ich habe immer gewundert, was das ist. Das schreckliche Ding. Das ist die Wurzel der Mandragora officinarum. Es ist ein Alraune. Es wächst unter dem Galgen. Unter dem Galgen? Bin ich vielleicht auch unter dem Galgen gewachsen? Es soll dem Besitzer Glück und Reichtum bringen, sagt man. Aber auch Verderben und Tod. Lisbeth! Nehmen Sie die Scherben auf, bitte. Was haben Sie denn? Warum weinen Sie? Sie wollen übermorgen Vaters Acker versteigern. Den letzten. Der Bauer Krieger ist in Schwierigkeiten geraten. Warum kaufst du den Acker nicht? Kaufen? Diese Sandwüste? Wozu? Vielleicht hast du Glück damit. Ich würde ihn kaufen. Mathieu soll anspannen.
Die Erde ist nicht fett genug. Ich würde ihn kaufen. Ich würde ihn kaufen. Du wirst Gold darin finden. Gold hier? Bist du verrückt geworden? Ja, Gold. Lass graben, Papa. Mathieu, grab hier! Ist gekauft. Ich werde morgen alles Geschäftliche mit Grieger erledigen. Und nehmen Sie eine Wasserprobe für die Analyse. Ich sehe da fantastische Möglichkeiten. Ich sollte sofort eine Brunnenanlage bauen lassen. Soll ich vielleicht einen Kostenvoranschlag einholen? Ich habe aber nicht genug flüssiges Geld. Wozu brauchst du Geld, Papa? Für deine Quelle, Alraune. Du hast die stärkste Heilquelle im ganzen Land entdeckt. Warum nimmst du nicht Geld von der Wolkonska? Mon, ist meine Tochter nicht ein Finanzgenie? Ich finde den Vorschlag des gnädigen Fräulein ganz ausgezeichnet. Telefonieren Sie der Fürstin. Sagen Sie ihr, dass ich ein sehr interessantes Projekt für Sie habe. Gut. Also siehst du immer, das ist der Sprudel mit dem Brunnenhäuschen. Der wird Alraunenfälle heißen, weil er doch von ihr unter seltsamen Umständen entdeckt worden ist. Das ganze Gelände, was du hier siehst, wird in einen Kurpark verwandelt werden. Mit wie viel würdest du dich denn daran beteiligen wollen? Na, sagen wir mit 75%. Also du erledigst alles weitere für mich, ja? Ja, ich muss nämlich nächste Woche nach Paris fahren. Ja? Was ich bloß mit meiner Olitschka mache. Ich kann doch das Täubchen nicht gut mit nach Paris nehmen. Versteht sich. Sie würde dich doch in deinen Bewegungen sehr hemmen. Ach, red doch kein Blech. Für sowas bin ich doch zu alt. Und zu bequem. Sag mal, warum lässt du denn Olgachen nicht bei uns? Olga, une lettre pour vous. Aus Paris. Rien pour moi? Si. Meine Briefe. Annahme verweigert. Je suis désolée pour vous. Denkt ihr, Alraune? Mama hat Frank in Paris besucht. Sie schreibt, Frank kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. In 3 bis 4 Wochen macht er sein Rigorosum. Jedenfalls sind wir übereingekommen, dass eure offizielle Verlobung sofort nach seiner Rückkehr stattfinden soll. Ist das Leben nicht schön, Alraune? Wenn du wüsstest, wie ich ihn liebe. Für meinen Frank könnte ich alles tun. Frank Braun ist gemein. Warum? Weil er lügt. Er hat doch Mama versprochen, mich zu heiraten. Eben. Und mir hat er gesagt, dass du für ihn eine verliebte, dumme Gans bist. Das ist nicht wahr. Wenn ein Mann so über mich gesprochen hätte. Ich weiß nicht, was ich täte. Vielleicht würde ich mich umbringen. Was hat er denn noch alles gesagt? Nicht? Ja. Ich würde mich umbringen. Alraune, sag mir die Wahrheit. Hat er dir eigentlich jemals selbst geschrieben? Na? Nein, das nicht. Das dachte ich mir. Wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt, dann schreibt er selbst. Da lässt er nicht schreiben durch die Schwiegermama. Ja, aber was soll ich denn tun? Ich wüsste, was ich täte. Ich hab's dir ja schon gesagt. Dann könnte er nie mehr froh sein. Und würde mich nie vergessen. Ein rührender Abschiedsbrief. Alle Welt erfährt es. Und er weiß warum. Und dann...
schon, Alwani. Was ist denn? Haben Sie vielleicht aus meinen Nachgästen das Schlafpulver genommen? Ich? Wie kommen Sie denn daran? Sagen Sie die Wahrheit, das ist sehr gefährlich. Was wollen Sie denn? Ich lüge nie. Olga! Haben Sie nicht gesehen? Wo ist das Befehl? Herr Professor! Herr Professor! Herr Professor! Kommen Sie schnell! Olga, Sie doch bitte nicht mit! Mit! Schauen Sie her! Oh, wo die Mühe! Milch! Schnell, viel Milch! Etwas damit zu tun gehabt? Ich habe geschlafen. Mademoiselle ist mein Zeuge. Aber sie ist nicht gestorben. Sie fühlt sich schon wieder ganz wohl und frisst den ganzen Tag Pralines. Friss nur, mein Täubchen, wenn es dir Spaß macht. Friss nur! Wie hat dir denn Paris gefallen? Frag nicht so blöd! Ich bin halb wahnsinnig geworden vor Angst, als ein Telegramm kam. Und ich lasse es mir nicht ausreden, dass diese Alraune dahinter steckt. Aber Mama, was kann denn Alraune dafür? Es war ganz und gar meine Idee. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, Frank liebt mich nicht mehr. Aber Frank hat sich doch die Augen nach dir ausgeweint. Der wäre doch am liebsten mit mir gekommen, um dich zu retten. Aber du fährst jetzt sofort mit mir nach Haus. Du bleibst keine Sekunde mehr hier. Ich werde packen, Ihre Sachen. Und eil dich, mein Schätzchen, ich bitte dich, ja? Was fällt dir denn plötzlich ein, Alraune zu verdächtigen? Ich glaube, wir beide brauchen uns nichts mehr vorzumachen. Sieh mal, Papa, was Olga mir geschenkt hat. Zur Erinnerung. Nein, zur Belohnung. Komisch. Einmal, ich habe gehabt beinahe dasselbe Collier von meiner Mutter. Moment, bitte. Danke, Mathieu. Ein Pferd. Schnell. Regardez ces nuages noirs. Ich glaube, es ist besser, ins Zimmer zu gehen. Ich wollte aber noch ausreiten. Nein, es würde sein zu gefährlich. Fräulein werden ins Gewitter kommen. Das wird doch schön sein. Es handelt sich nicht um mich, aber ich mache mir Sorgen. Wenn es so weiter regnet, wie kommen wir dann nach Hause? Dann bleiben wir eben hier. Doch sehr hübsch hier, finden Sie nicht? Ich schlafe auf dem Tisch und Sie auf den beiden Stühlen. Oder ist Ihnen das zu unbequem? Nein, aber
Was wird der Herr Professor dazu sagen? Papa, der bekommt einen Kuss und alles ist im schönsten Ordnung. Professor, avez-vous vu Raoni? Meno, ist sie nicht in ihrem Zimmer? No, sie hat wollen ausreiten, aber ich habe verboten wegen Gewitter. Und doch, sie ist gegangen. Oh, ich bin sehr unruhig. Hat man mich gesucht? Ja, gnädiges Fräulein. Herr Dr. Mohn und die Französin. Gut waschen und abreiben. La voilà. Wo warst du die ganze Nacht? Guten Morgen, Papa. Du bist schon auf? Antworte mir, wo warst du die ganze Nacht? In der Badehütte am See. Mit Graf Gerolding. Was? Und keine Sorge, Papa. Der Graf ist ganz nett, aber völlig ungefährlich. Übrigens hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Und was hast du ihm geantwortet? Dass ich nicht daran denke, zu heiraten. Klüger, als ich gedacht habe. Aber warum hast du Mademoiselle nicht gefolgt? Ja, ich habe ausdrücklich verboten zu reiten. Ich konnte doch den Grafen nicht umsonst warten lassen. Aber sie ließen warten ihre Vater. Papa sorgt sich nicht, er kennt mich. Und ich? Sie werden ja dafür bezahlt. Ich glaube, ich war zu gut mit Ihnen. Mademoiselle hat recht. Wenn du ihr nicht folgst, wozu ist sie da? Ja, wozu? Würden Sie mir dann wenigstens erlauben, zu baden und mich umzuziehen? Oui. Enfant terrible. Merci beaucoup, Mademoiselle. Na, ihr zwei? Ihr liebt euch wohl sehr. Ja, gnädiges Fräulein. Wir lieben uns sehr. Mathieu, ich möchte gern ausfahren. Mathieu kann nicht fahren, er hat gekündigt. Morgen, Lisbeth. Für morgen hat er gekündigt. Heute ist er noch im Dienst. Ich möchte gern noch einmal mit ihm ausfahren. Mathieu, spann an. Du weißt, ich warte nicht gern. Mathieu! Nicht Mathieu! Geh nicht! Bleib hier! Hörst du dir nicht, Mathieu? Doch, ich habe gehört, ich soll mit dir ausfahren. Mathieu! Um Gottes Willen, du liebst sie. Ja, aber was ist es dann? Es ist die Stimme, Lisbeth. Die Stimme ist es. Thank you.
Wo waren Sie mit ihm? Antworten Sie! Antworten Sie mir! Was soll der Unsinn? Wenn du nicht willst, dass ich dich erkenne, dann bad nicht in diesem Pariser Wohlgestank. Du magst es nicht? Du hast immer schlechte Laune. Willst du vielleicht, dass ich lache und Purzelbäume schlage, wenn du solche Streiche machst? Das ist vielleicht meine Schuld. Hat er kutschiert oder ich? Ich hätte mir ja auch das Genick brechen können. Wohl kaum. Wohin gehst du denn? Zu Wölfchen. Du wolltest doch ein Bild von mir haben. Hast du Mademoiselle um Erlaubnis gefragt? Nein. Ich werde es auch nicht tun. Was soll das heißen? Ich hatte doch gebeten, sie zu entlassen. Schick sie fort. Warum? Sie hat mich geschlagen. Na, hast du es vielleicht nicht verdient? Schickst du sie fort oder nicht? Ich denke gar nicht dran. Wie du meinst. Au revoir. Guten Morgen. Dr. Mohn? Mir ist Fräulein Hübschen. Oh. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Aber natürlich. Ich wüsste nicht, was ich nicht für Sie tun würde. Als man mich geohrfeigt hat, haben Sie dabei gestanden und nichts getan. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich Ihr Freund bin. Sie sind der Angestellte meines Vaters. Ich wäre glücklich, wenn ich Sie vom Gegenteil überzeugen könnte. Was darf ich für Sie tun? Meine Handschuhe, bitte. Finden Sie nicht auch, dass Mademoiselle sehr stört? Danke. Kannst du nicht einen Moment mal stillstehen, Alraune? Ich habe aber keine Lust mehr. Hören wir auf für heute. Oh, sei doch vernünftig. Wenn du so unruhig bist, weiß ich überhaupt nicht, wie ich das Bild deinem Vater abliefern soll. Das Papier muss doch tiefer. Noch mehr. Und die Augen mehr nach rechts. Halt, halt, das ist zu viel. Ich erkenne überhaupt nicht mehr, wie du wirklich bist. So geht's einfach nicht. Ich versuche, dich so zu malen, so wie ich dich sehe. Und du machst dich nur lustig über mich. Ich bin aber müde. So kann ich einfach nicht arbeiten. Liebst du mich eigentlich, Wölfchen? Das weißt du nicht? Gar nichts weiß ich. Du fühlst das nicht? Fühlen? Alraune. Aber nicht so wild, Wölfchen. Das passt nicht zu dir. Zart musst du sein. So. Siehst du? Jetzt bist du brav. Ich liebe dich, Alraune. Vorsicht. Es kann durchs Herz gehen. Bitte, stoß nur zu. Kein Frank in der Nähe, der dich wieder gesund machen kann. Frank. Frank, immer zu Frank. Kannst du nicht einmal an mich denken? An dich muss ich ja nicht denken, Wölfchen. Du bist ja da. Hast du etwas von Frank gehört? Nein. Du wolltest doch arbeiten. Oder nicht? Sagen Sie, lieber Gontram, was haben Sie eigentlich für Bilder gemalt, ehe Sie Fräulein Alraune kannten? Wie meinen Sie das? Weil ich seit Jahr und Tag kein Bild mehr von Ihnen bewundern konnte, das nicht die Züge von Alraune trug. Lassen Sie gefälligst Ihre Ironie. Was wollen Sie eigentlich?
Sie im Auftrag des Herrn Professors Ten Brinken daran erinnern, dass Ihre Arbeit termingemäß fertig werden muss. Danke. Sagen Sie Ihrem Herrn, dass der Kursaal termingemäß der Öffentlichkeit übergeben werden kann. Das heißt, wenn Sie mich nicht länger aufhalten. Oh Gott, wie könnte ich? Ich weiß doch, wie schwer es für einen Künstler ist, ohne sein Modell zu arbeiten. Besonders, wenn dieses keine Zeit mehr für ihn hat, weil es jede freie Minute mit Graf Geroldingen verbringt. Salut. Der arme Wolf muss Tag und Nacht arbeiten und wir reiten spazieren. Wir reiten spazieren, aber... Aber was? Hallo, Wölfchen. Araune, wie oft muss ich Sie noch bitten, meine Frau zu werden? Warum quälen Sie mich eigentlich so? Haben Sie überhaupt kein Herz? Dr. Mohn, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe mit Ihnen zu reden. Gerold, ich sehe Sie auf dem Ball. Ich warte auf Sie. Erinnern Sie sich an eine ähnliche Situation? Ich hatte Sie damals um etwas gebeten. Ja. Ich dachte, Sie hatten es schon vergessen. Alrani, wo steckst du denn? Da waren wir schon vorgefahren. Du, mein Collier ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Schlampig wie du bist, wirst du es verlegt haben. Nimm ein anderes Halsband. Nein. Zu diesem Kleid will ich kein anderes. Ich muss mein Collier haben. Aber beruhigen Sie sich, gnädiges Fräulein. Wir werden das Collier schon finden. Qu'est-ce qui se passe? Was ist denn geschehen? Mein Collier ist weg. Haben Sie es vielleicht gesehen? Nein. Es muss doch sein in Ihrem Zimmer. Ich weiß bestimmt, dass es drin war. Und jetzt ist die Kassette offen und der Schlüssel fehlt auch. Wo hatten Sie denn den Schlüssel? Er hat gesteckt. Ich ziehe ihn doch nie ab. Das verstehe ich nicht. Dann muss das Collier tatsächlich gestohlen worden sein. Wer würde denn hier im Haus etwas stehlen? Es gibt immerhin Leute, die früher selbst Colliers getragen haben. Meinen Sie vielleicht mich? Mäßigen Sie sich gefälligst, Mohn? Oh, ça c'est trop fort! Dass dieser Mensch mich verdächtigt! Bitte, Herr Professor, suchen Sie selbst in mein Zimmer und in meinen Koffer. Aber Mademoiselle, beruhigen Sie sich. Niemand beschuldigt Sie. Doch! Dieser Mann da hat gemacht Anspielung auf mich. Bitte, Herr Professor, ich verlange es. Ich schulde das meine Ehre. Hier, sehen Sie ihn alles, bitte. Und hier, hier. Das ist doch nicht notwendig, Mademoiselle. Ja. Und hier, und hier, und hier. So, Moment. Was ist denn das? Das ist nicht möglich. Sie sehen, es ist alles möglich. Sie haben das arrangiert. Aber niemand wird glauben, dass ich habe gestohlen. Niemand. Ich glaube, es ist besser, Papa, wenn Mademoiselle das Haus verlässt. Seine Majestät, der König hat in Anerkennung Ihrer großen Verdienste um das Erstehen dieser Heilquelle und dieses Kurhauses allerhöchst gerühmt, Ihnen, Herr Professor, den Titel eines Geheimrates zu verleihen. Euer Exzellenz, der Herr Minister, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren. Ja, Lisbeth, Sie haben sich aber verändert. Sind Sie denn nicht mehr bei meinem Onkel im Dienst? Nein, mein Mann ist tot. Das tut mir aber leid. Er war doch immer ganz gesund. Er ist verunglückt. Verunglückt? Wie ist denn das passiert? Dann müssen Sie das Fräulein fragen. Fräulein Alraune? Was hat die denn damit zu tun? Ich sag nichts. Ich will meine Stellung nicht verlieren. Ich habe zwei Kinder. Jetzt habe ich die Ehre, im Namen des Konsortiums die Alraunenquelle und das Kurhaus
der Öffentlichkeit zu übergeben. Darf ich Sie um den ersten Tanz bitten? Schade, Doktor. Aber der ist schon vergeben. Ich verstehe. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Schatulle. Ich dachte, das wäre den ersten Tanz wert gewesen. Ach, Sie waren das? Sind Sie zufrieden mit mir? Moment. Ich sehe Sie später. Allein. Vielleicht habe ich Ihnen etwas zu sagen. Soll das bedeuten, dass ich hoffen darf? Sagte vielleicht. Gerold. Hallo, Frank. Das ist aber eine Überraschung. Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue. Ist dir nicht ein zauberhaftes Geschöpf, Alraune? Ich glaube, ich bin heute der glücklichste Mensch auf der Welt. Und sie? Liebt sie dich auch? Sie hat es mir noch nicht gesagt. Das ist Wölfchen. Ich muss ihn begrüßen. Hallo, du alter Medizinmann. Du bist hier, wann bist du angekommen? Heute Morgen. Heute Morgen, das sieht dir ähnlich. Ja, ja, seit Paris sind deine alten Freunde Luft für dich. Na? Ach, du bist wohl stumm geworden. Oder hast du drüben die deutsche Sprache verlernt? Wie geht's dir denn? Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Was macht die Gesundheit? Wieso? Mir geht's ausgezeichnet. Du siehst überarbeitet aus. Ach, was? Da, schau her, das alles habe ich in den letzten Wochen gemacht. Ich bin gar nicht mehr ins Bett gekommen. Aber noch nie hat mir meine Arbeit so viel Freude gemacht. Das sehe ich. Ein bisschen zu viel Alraune. Findest du nicht auch? Ach, weißt du, eigentlich wollte ich sie gar nicht malen, aber es wurde immer nur sie. Schließlich hat man ja auch die Quelle nach ihr genannt. Zum Schluss sind mir die Wände zu klein gewesen. Wölfchen, hol mir ein Glas Champagner, ich bin durstig. Ja, natürlich. Sofort. Seit wann bist du hier? Seit heute. Warum bist du damals nicht gekommen? Warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Warum hast du mir nicht einmal geschrieben? Du willst mir also nicht antworten? Nein. Liebst du Olga? Frag mich nicht. Wölfchen, wo warst du so lange? Komm, wir wollen tanzen. Na, jetzt stoß mal mit mir an, Jakob. Ich bin stolz auf dich, Geheimrat. Was du anfasst, das knallt hin, was? Hast du übrigens schon einen neuen Kurarzt? Wir haben viele Bewerbungen und werden in den nächsten Tagen entscheiden. Schon geschehen, frisch von der Sorbonne. Du meinst doch nicht etwa Frank? Natürlich, ich habe ihn engagiert. Dann müsst du übrigens längst hier sein. Bist du verrückt geworden? Wer hat dir erlaubt, dich in meine Angelegenheiten zu mischen? Na, für meine 75% wäre ich ja auch ein Wörtchen mitreden können. Nicht mein zukünftiger Schwiegersohn wird Kurarzt. Und damit basta. Er weiß es übrigens schon. Du bist ein unverschämtes Luder. Prost. Ja, Frank, wo steckst du denn so lange? Wir haben den ganzen Abend auf dich gewartet. Siehst du, Olitschka hat sich einen anderen Tänzer zur Strafe engagiert. Olitschka, ist das eine Überraschung? Ich bin ja so glücklich. Guten Abend und herzlichste Gratulation, Herr Geheimrat. Ich freue mich, dass ich mit euch arbeiten werde. Ich habe dich nicht engagiert. Du bist nur soeben von der Fürstin erfahren. Ich glaube, ich kann nicht mehr.
ist so heiß hier. Lass uns in den Wintergarten gehen. Da drin war es zum Ersticken. Hier ist schön kühl. Ich konnte einfach plötzlich nicht mehr. Die Luft. Mein Wölfchen. Araune, ich muss dich etwas fragen. Was willst du mich fragen? Was ist denn? Verzeihung, dass ich störe. Ich hab dir beim Tanzen zugesehen. Ist dir nicht gut, Wolf? Was willst du denn immer? Mir geht's ausgezeichnet. Du musst es verstehen, Wölfchen. Als angehender Kurarzt sucht er wahrscheinlich Patienten. Deine Ironie ist nicht komisch. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Diese plötzliche Besorgnis um mich kannst du dir sparen. Euer Streit langweilt mich. Ich gehe auf den Balkon. Bleib hier, bist du wahnsinnig erhitzt, wie du bist, in diese Kälte hinaus. Wolltest du mich nicht etwas fragen, Wölfchen? Ja, Alraune. Ich finde es zwar rührend, wie besorgt der Doktor um dich ist, aber willst du mich deshalb noch lange warten lassen? Ich komme. Ah, suchen Sie jemand, Gerolding? Haben Sie Fräulein ten Brinken gesehen? Alraune? Was gibt Ihnen das Recht, Fräulein ten Brinken beim Vornamen zu nennen? Das geht Sie doch wohl gar nichts an. Nehmen Sie sich zusammen und Sie sprechen von meiner zukünftigen Frau. Weiß Alräunchen von Ihrem Glück. Dafür werden Sie mir Genugtuung geben. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Was war los mit Mond? Er hat Alraune beleidigt. Hat er dich gefordert? Ja. Und du weißt, dass er ein guter Pistolenschütze ist. Na und? Das gibt ihm doch nicht das Recht, Alraune, meine zukünftige Frau, zu beleidigen. Du willst Alraune heiraten? Ja. Hast du dir das auch gut überlegt? Aber was gibt's denn da zu überlegen? Ach, Frank, du warst zu lange fort. Du kennst sie nicht so wie ich. Würdest du sie besser kennen, dann wüsstest du, wer sie einmal liebt, der würde auch für sie sterben. Mensch, Gerold, was ist denn auf einmal mit dir los? Ich kenne euch ja alle gar nicht wieder. Dich, Mohn, Wölfchen. Mohn, Wölfchen? Was haben denn die beiden mit Alraune zu tun? Was hast du eigentlich immer gegen sie? Sie ist doch deine eigene Cousine. Lass das. Dich und Mohn spielt sie gegeneinander aus. Und Wölfchen glaubt, er ist der lachende Dritte. So, jetzt weißt du's. Du lügst. Wo ist Alraune? Ich will ihr sagen, was wir für feine Freunde haben. Kann man überhaupt etwas lieben, was ohne Leben ist? Nur weil es schön ist? Aber du lebst ja. Und ich liebe dich, Alraune. Wölfchen. Ich liebe dich. Und ich bin glücklich. Kann man auch glücklich sein, ohne zu leben? Nein. Das kann niemand. Ist das dein Herz, das so klopft? Spürst du es? Merkwürdig. Aber ich spüre nur deins. Und meins nicht. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und wie lange dauert Liebe? Eine Ewigkeit. Und was ist deine Ewigkeit? Gott sei Dank, gnädiges Fräulein. Er hat ja so auf Sie gewartet. Steht es sehr schlimm? Der Arzt hat wenig Hoffnung. Ach. Das ist aber schön, dass du gekommen bist. Setz dich. Das Bild ist fertig. Siehst du mich denn so an? Du bist so heiter, Wölfchen. Ich habe ja auch gar keinen Grund, traurig zu sein. Du bist ja da. Und jetzt wirst du immer bei mir bleiben. Nicht wahr? Schön ruhig bleiben, Herr Gontram. Sonst schimpft der Herr Doktor. Ach was, Schwester, ich fühle mich doch sehr gut.
kommen. Gib mir einen Kuss, Alraune. Alraune. Küss ihn doch. So, küss ihn doch endlich. Warten Sie's. Was willst du von mir? Du musst mich anhören. Ich habe den Tod der beiden nicht gewollt. Aber als ich dich wieder sah, nach so langer Zeit, und du warst, wusste ich nicht mehr, was ich tat. Du musst mir helfen. Es ist etwas in mir, das ich mir nicht erklären kann. Ich habe auch keine Gewalt darüber. Ich habe keine Tränen. Warum kann ich nicht weinen wie andere Menschen? Hilf mir doch. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß, du kannst mir helfen. Warum bist du damals weggegangen? Warum hast du das getan? Ich war vielleicht feig, Alraune. Ich hatte Angst. Deshalb hasst du mich. Ich habe dich nie gehasst. Ja, ich habe etwas für Lisbeth. Der Frau von Mathieu, sie hat zwei Kinder und es geht ihr nicht gut. Alraune, du weinst ja. Von verschiedenen gut informierten Seiten wird behauptet, dass Professor Ten Brinkens Alraunenquelle nur ein riesenhafter Schwindel ist. Professor Martin von der Medizinischen Fakultät verlangt eine sofortige Untersuchung durch das Gesundheitsministerium. Da hört sich aber doch alles auf. Das ist ja unerhört. Gegen den Eingriff des Ministers wären wir allerdings machtlos. Machtlos? Was hab ich denn zu fürchten? Ich fühle dein Herz. Es ist überall. Überall. Ich sehe es auf deiner Stirn. Deinen Augen. Dein Mund. Seit du bei mir bist, bin ich wie verwandelt. Alles, was vorher war, ist wie ein böser Traum. Warum, Frank? Weil du jetzt liebst. Liebe ist das Göttliche im Menschen. Liebe ist Glück, aber auch Leid. Liebe ist Güte. Güte? Und ich war böse. Böse? Ist ein Kind böse, wenn es mit einem Tier spielt und es dabei quält, ohne selbst zu fühlen, wie weh es ihm tut? Ein Kind ist nicht böse, nur herzlos. Ja. Erst wenn man liebt, bekommt man ein Herz. Oh, Frank. Ein Leben ohne Liebe ist ein böses Leben. Ich denke, dass die Untersuchung auf alle Fälle verhindert werden müsste. Ja. Verhindern. Aber wie? Es gibt eine Möglichkeit. Ein Chorbruder von mir ist Referent im Gesundheitsministerium. Und? Was könnte der schon machen? Zum Beispiel den Akt verschwinden lassen. Und was würde das kosten? Kein Geld. Kein Geld? Wen kann man heutzutage schon ohne Geld kaufen? Mich. Sie machen doch nichts umsonst. Was verlangen Sie?
Mit Vergnügen. Bitte nehmen Sie es gleich herunter. Nicht das Bild. Das Original. Sie machen wohl Spaß. Ich spaße nie in solchen Angelegenheiten. Sie und meine Alraune? Was glauben Sie, würde meine Tochter dazu sagen? Ich glaube, in aller Bescheidenheit mit einer Erwiderung meiner Gefühle beim gnädigen Fräulein rechnen zu dürfen. Was bilden Sie sich denn eigentlich ein? Dass Ihnen kein Opfer zu groß ist, um eine Katastrophe zu vermeiden. Katastrophe? Was meinen Sie denn damit? Es könnten im Falle einer Untersuchung einige unangenehme Details zur Sprache kommen, die... Zum Beispiel? Zum Beispiel gewisse Experimente, die nicht nur wider die Natur, sondern auch gegen das Gesetz waren. Das weiß doch niemand, außer Ihnen. Eben. Sie sind entlassen. Überlegen Sie es sich. Ich fürchte, Sie haben nicht mehr viel Zeit dazu. Hinaus! Bevor ich mich an Ihnen vergreife! Ich muss jetzt gehen. Du darfst nicht auf den Brinkenhof. Ich lasse dich nie mehr von mir fort. Ich muss zu ihm. Einmal noch. Ich will ihm alles sagen. Auch, dass ich bei dir bleibe. Auf bald. Ich möchte wissen, wo du warst. Bei Frank Braun. Oh. Bei Frank Braun? Und das sagst du mir so einfach? Ich hab's dir doch ausdrücklich verboten. Ja. Und trotzdem werde ich wieder zu ihm gehen. Weil ich zu ihm gehen muss. Und zwar für immer. Also so hast du dir das vorgestellt. Du willst eine kleine Spießbürgerin werden. Meine schöne, rätselhafte Alraune wird die Ehefrau eines kleinen, unbedeutenden Tropfenverschreibers werden. Jedes Jahr ein Kind. Aber wie ich dich kenne, wirst du es nicht lange aushalten. Ich glaube, du täuschst dich. Ich liebe. Ich weiß, du kannst das nicht verstehen, aber ich liebe. So, du liebst ihn wirklich? Ja. Und ich habe das Recht dazu. Nein. Du bist doch Alraune. Was hat mein Name damit zu tun? Ich bin eine Frau. Ich lache. Ich weine. Ich habe ein Herz wie alle anderen. Du darfst nicht wirklich lieben. Du kannst mir nicht befehlen. Und ich habe auch keine Angst mehr. Dir wird das Lachen schon vergehen. Wenn du erfahren wirst, wo du herkommst. Schau dir sie genau an, deine Eltern. Hier! Meiner Mutter bist du wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein Kind der Liebe bist du nicht. Deine Mutter hat deinen wirklichen Vater nie im Leben gesehen. Sie war sozusagen nur ein Mittel zum Zweck. Und du bist nur das Resultat meines Experimentes. Lebe den Beweis meiner Theorie. Meine Kreation. Ich hab dich geschaffen. Du bist unter dem Galgen gewachsen, genau wie die Pflanze Alraune. Du hast alle unverkennbaren Eigenschaften deiner ehrenwerten Eltern. Weiß Frank Braun das alles? Ja. Darum ist er doch vor dir geflohen. Aber er ist doch zu mir zurückgekommen. Ja, aber zu seinem eigenen Verderben. Weil du ihn jetzt in den Tod treiben wirst, genauso wie du es getan hast mit den anderen. Mathieu, Wölflein, Geridingen. Oder hast du schon vergessen? Jetzt hat die Stunde auch für Frank geschlagen. So, jetzt kannst du zu ihm gehen. Verlier keine Zeit. Er wartet wohl schon auf dich. Geh doch! Warum gehst du denn nicht? Geh! Du gehst doch zu ihm? Du willst ihn töten? Nein.
Dazu liebe ich ihn zu sehr. Ich bleib bei dir. Frank, was sagst du dazu? Dr. Mohn hat beim Staatsanwalt ausgepackt. Was geschieht denn jetzt mit meinem Geld? Er hat den Professor angezeigt. Haftbefehl ist erlassen. Mein Onkel interessiert mich nicht. Wissen Sie etwas von Alraune? Haben Sie etwas von ihr gehört? Seit 2 Tagen warte ich auf Sie. Was interessiert mich denn deine Alraune? Wäre dies Geschöpf nie geboren worden? Morgen um diese Zeit werden wir schon weit, weit weg von hier sein. Ich brauche viel Geld im Ausland. Jeden Wunsch, den ich hier an den Augen absehen kann, werde ich dir erfüllen. Alraune und du, dein Undank stinkt ja zum Himmel. Hat dich das Luder endlich rumgekriegt? Ich verbiete Ihnen, so von Alraune zu reden! Das hätte ich mir denken können. Der Herr Doktor interessiert sich für das Alraunen-Experiment. Halten Sie den Mund! Kein Mensch darf je davon erfahren. Lesen Sie denn keine Zeitung, junger Mann? Da steht es doch. Geächteter Professor erzeugt ein Wesen durch künstliche Befruchtung. Das ist Ihre Alraune. Sie weiß davon. Natürlich, vor ihr hat er doch kein Geheimnis. Ich muss zu ihr. Halt! Warten Sie! Ich komme mit. Alle Welt wird dich beneiden. Und mich um dich. Wird dich das nicht freuen? Schau mich doch mal an. Warum sprichst du denn nicht? Sag doch nur ein Wort. Bitte lass mich. Ich muss mich jetzt anziehen. Der Geheimrat ist auf keinen Fall zu sprechen. Das könnte dir so passen, jetzt zu verduften und mich im Dreck sitzen zu lassen. Von mir aus kannst du ja zur Hölle fahren. Ich werde dich nicht vermissen, aber vorher wirst du mir noch mein Geld zurückgeben, das ich in dein Schwindelunternehmen gesteckt habe. Ich hab mich doch nicht gezwungen. Du hast dich doch aus deinem eigenen freien Willen und deiner gemeinen Gewinnsucht daran beteiligt. Es ist doch nicht meine Schuld, dass die Quelle versiegt ist. Aber ich hätte es mir denken können. Alraunenquelle. Was mit dieser Hexe zusammenhängt, das muss ja schiefgehen. Erst hat sie meine Olitschka vergiften wollen, um diesen Frank für sich selbst zu behalten. Das hat sie ja denn auch durchgesetzt. Aber jetzt habe ich alles verloren. Und wovon soll ich und meine Olitschka jetzt leben? Alraune! 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 Alraune, was ist mit dir? Frank. Warum bist du nicht zu mir zurückgekommen? Du weißt warum. Was willst du da von mir? Geh, bitte. Bevor es zu spät ist. Es ist nie zu spät. Alraune, komm mit mir. Du musst das alles vergessen. Vergessen? Wolf, Gerolding, Mathieu. Sie werden mich immer anstarren. Da, da, da. Aus jeder Ecke. Weißt du nicht mehr, dass ich dich liebe? Taten sie es nicht und gingen sie nicht deshalb an mir zugrunde. Gerade deshalb. Kein Mensch geht an etwas anderem zugrunde als an sich selbst. Alraune. Rühr mich nicht an. Ich bring dir Unglück. Mach dich doch endlich von dem Gedanken frei, etwas Besonderes zu sein. Du bist ein Mensch wie jeder andere. Warum belügst du dich selbst? Du würdest auch nicht darüber hinwegkommen, dass mein Leben mit einem Verbrechen begann. Dass ich nicht als ein frecher Witz bin. Du darfst das nicht sagen. Alraune, niemand ist nur schlecht. Das Gute im Menschen gibt ihm die Kraft, das Schlechte zu überwinden. Wenn sich nur immer das Schlechte vererben würde, dann wäre die Welt eine Hölle. In mir ist nichts Gutes. Woher sollte es auch kommen? Ich bin geboren aus den bösen Gedanken eines bösen Menschen. Das Verbrechen war, dass man dich willkürlich in die Welt gesetzt hat. Ohne Liebe, als Spielzeug eines Wahnsinnigen. Wer ohne Liebe aufwächst, wird krank. Du warst nicht böse, Alraune. Du warst krank. Ich lasse dich nicht mehr hier. Du musst fort. Und jetzt willst du mit Alraune verschwinden.
Aber das wird dir nicht gelingen. Frank Braun ist mit mir gekommen, um sie sich zu holen. Warum hast du das getan? Sie war mein Geschöpf. Ich wollte nicht, dass sie einem anderen gehört. Nun ist es doch zerbrochen. Das Spielzeug, das Gott nicht gewollt hat.